Hallo Leute, heute habe ich mal wieder ein Let's Play Quiz-Duell für euch, nachdem ich gestern schon eins hochgeladen habe. Oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie viel gestern. Aber egal, ich fange auf jeden Fall an jetzt heute mit Katja Naki Waki. Wer ist kein Mitglied der Band Metallica, Musik und Hits? Wie heißt die US-Rockband, die 2001 mit Hits wie It's Been a While und Outside bekannt wurde? Nachdem der Sänger Max Cavalera die Band Sepultura verlassen hatte, gründete er welche andere Metalband? Ich nehme Körper und Geist. Welche Krankheit kann bei der betreffenden Sportart auftreten? Bei welcher lebensrettenden Sofortmaßnahme kann sowohl Highway to Hell von AC/DC als auch Stayin' Alive von den Bee Gees helfen? Wofür steht die Abkürzung ICSI in der Medizin? So, jetzt spiele ich gegen Biba Beluna 2. Was war 2019 die am häufigsten gegoogelte Was-Frage in Deutschland? Wer verlor im Jahr 2000 wegen einer Spendenaffäre seinen Ehrenvorsitz in der CDU? Welcher Discounter geriet 2008 aufgrund von illegaler Mitarbeiterüberwachung in die Schlagzeilen? Rund um die Welt. In welcher deutschen Innenstadt stoßen fast alle Straßen rechtwinklig aufeinander? Welcher Staat liegt nicht im Südpazifik? In welcher Stadt liegt der Trafalgar Square? Jetzt gegen Sternschnuppe. Drei Sternchen. Wie oft gewann Legia Warschau die UEFA Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister? Wo steht die Achterbahn Silver Star? Welches dieser Spiele ist ein Brettspiel? Nicht mein Glanzmoment. Jetzt kommt Big Puschel The Town. Wofür steht das Kürzel BVB, das im Zusammenhang mit dem Fußballverein aus Dortmund bekannt ist? Wie viele Rennen gewann Michael Schumacher in seiner Formel-1-Karriere? Dem Handballverein THW Kiel gelang 2011/12 eine Saison ohne Glaube und Religion.
Wie heißt ein Buch des christlichen Alten Testamentes? Dies ist ein Gott welcher Glaubensrichtung? Wann stirbt die Seele nach dem traditionellen Glauben der Inka-Indianer? Gegen Willi Fritz, was passiert hier? Wie hieß der spätere Bundespräsident der BRD, der bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen seinen Vater mitverteidigte? Wie hieß der italienische Diktator Mussolini mit Vornamen? Ihr wollt mehr? Wir geben euch Gratis-Service zu jedem Aktionsprodukt. Let's go Mehrwertwoche! Wie mit dem Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Smartphone für nur 319 Euro. Gratis dazu der Displayschutz. So, Musik und Hits. In welchem Jahr veröffentlichten Pink Floyd in ihr Album The Wall gegen Herr Rippchen jetzt? Wie heißt Eddie Van Halens Bruder in der amerikanischen Hardrock-Band Van Halen? Wer wurde 46 unter dem Namen Farrokh Bulsara geboren? Glaube und Religion. Aus welchem Land kam dieser Papst? Mit welcher weihnachtlichen Sagengestalt lässt sich der französische Père Fouettard am ehesten vergleichen? Wie würde man die Draugr des skandinavischen Volksglaubens am ehesten im Deutschen bezeichnen? Ihr wollt mehr? Wir geben euch Gratis-Service zu jedem Aktionsprodukt. Let's go Mehrwertwoche! Wie mit dem Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Smartphone für nur 319 Euro. Gratis dazu der Displayschutz. So, und schon haben wir das letzte Spiel. Die 2000er. Wer oder was wird mit einem Leafcom Award ausgezeichnet? In welchem Land kamen im Januar 2013 bei einem Diskothekenbrand 232 junge Menschen ums Leben? Welchen Geburtstag feierte Yoko Ono im Jahr 2013? Jetzt alle vorrätigen Haushaltsgroß- und Einbaugeräte mit kostenlos. So, und damit sage ich jetzt bis bald und ciao, Leute.